Ja, jetzt kommen natürlich wieder die Natureinheiten, wo ich jetzt gewechselt habe. Oha, oha. Ja, jetzt kommt wieder eine Natureinheit, ist so typisch. Ja, den hauen wir einfach weg. Hau ab, geh fort, stirb doch einfach. Toll, da ist ein Stein im Weg. Der heilt sich, der Lümmel, der heilt sich. Der heilt sich einfach, sag mal. Darf der das überhaupt? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ah, ich gehe lieber mal auf einen unglaublichen Hulk. Naja. Habe ich da nicht was? Ach doch, da ist was. Ein Pflänzchen, da haben wir ein Archiv. Ein Archiv. Da haben wir ein wenig Fauna, die wird gleich dezimiert. Und tschüss. Also, so schlecht wie mir erzählt worden ist, ist das Spiel doch gar nicht. Und für 8 Euro, da kann man halt echt nichts sagen. Und grafisch sieht das Spiel halt auch gar nicht mal so schlecht aus, wie ich finde. Also für so ein Hack'n'Slay sieht es doch ganz gut aus. Oder etwa nicht? Naja, da haben wir ja wieder Energie. Teues Wurzeln, die mich einfach. Tod von oben und weg sind sie. Okay, Sackgasse. Oh, da haben wir ein Kristall. 3 von 7. Ich bräuchte echt mal eine Übersichtskarte, das wäre sehr hilfreich.
Oh, da haben wir ein Archiv. Ja, ich bin eingewurzelt, hallo. So, mal das Item vom Archiv nehmen. Dann nimmst du auf, jawohl. 4 von 7. Ja, bin ich da richtig? Das Wrack da unten ist ein kürzlich abgestürztes Progenitorenschiff. Oberflächenscans des nicht mehr funktionierenden Helixkerns legen nahe, dass die genetischen Helden an Bord irrtümlich mit instabiler EDNA rekonstruiert wurden. Ja, da war ich glaube ich noch nicht. Ach so, da geht es wahrscheinlich weiter nach oben. Aber ich muss glaube ich nach unten, oder? Naja, vielleicht komme ich ja da nach unten. Ne, da war ich doch schon. Fragezeichen. So, jetzt kann ich mal da nach rechts gucken, da war ich glaube ich noch nicht. Oh, die habe ich weg, es gibt Erfahrungspunkte. Plus 1 DNA. Energiereserven niedrig. Komm zu Papi. 5 von 7 Kristalle. Nicht genügend Energie. Ja, wir haben für gar nichts Energie. Nicht genügend Energie. Oh, ich wechsle lieber mal. So, der braucht Energie. Ja, mit der Energie. I need energy, I am Captain Planet. Katalysatorenraster voll. Toll. Weltgeschäft Trefferwert deiner Helden um 45. Wo ist denn dieser Raster? Naja. Geht's da hinten weiter? Nö. Katalysatorenraster voll. Ach, da unten. Ach so, da kann man. Ach so, erhöht den Widerstandswert deiner Helden um 124, verringert davon sperrenden Statuseffekt deiner Helden um 10%, erhöht maximale Energie deiner Helden um 16. Ach so, da kann man so Steine aufsammeln und da hat man so Bonus, okay.
Scheiße, da war doch noch Energie. Die wollte ich aufsammeln. Horde entdeckt. Overdrive-Fertigkeit jetzt online. Dadurch können die Kräfte deiner Gruppe kurzzeitig kombiniert werden. Du hast durch Neutralisieren von Darkspores deine Overdrive-Anzeige gefüllt. Drücke die Leertaste, um den Overdrive zu aktivieren. Okay, so. Leertaste ist Overdrive. Okay, jetzt haben wir anscheinend wieder einen Bossfight. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Come and get some, bitch. Energiereserven niedrig. Oh, die Pflanze sieht gefährlich aus. Overdrive aktiv. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Overdrive beendet. War's das? Nö. Nee. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Ich wechsel mal. Ach scheiße, auf dem bin ich ja. Das war's. Das war's. Kein fetter Zwischengegner. Das war's. Ist ja lächerlich. Okay. Die haben wahrscheinlich gemerkt, Widerstand gegen mich ist eh zwecklos. Belohnung. Chance auf seltenes Objekt 19%. Oh, Blaswiderstand von nah aus. Oh, das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Jawohl. Moment, kann ich eigentlich einen neuen Helden freischalten? Helden der Stufe 8 vielleicht? Ne, noch nicht. Noch nicht. Naja, mal gucken, habe ich da was Neues? Waffe. Nein, nichts Neues. Offensive. Stärke Glitcher, Trefferwert. Das mache ich mal. Das habe ich angelegt. Damit würde ich mir Gesundheit bekommen, aber weniger Bewegungsgeschwindigkeit. Gehe ich mal zu dem da. Ja, speichern. Auch für den habe ich jetzt eine Waffe. 11 bis 17 Schaden. Cool. Jawohl, ausgerüstet. Utility. Ah, da habe ich nichts Besseres. Offensive. Nö. Was habe ich da? Defensive. Damit wird er mehr Gesundheit, Geschicklichkeit, Geisteskraft bekommen, aber weniger Ausweichwert und weniger Widerstand. Nö. Was haben wir da noch? Utility. Na, haben wir nichts Besseres. Dann gucke ich mal noch zu dem da.
Oh, ne. Waffen. 9 bis 14, da haben wir nichts Neues. Da haben wir nichts Neues, Defensive. Oh, da was ganz Gutes. Das ist auf jeden Fall sehr viel besser. Mehr Gesundheit, mehr Geschicklichkeit, mehr Geisteskraft, mehr Ausweichwert und mehr Widerstandswert. Und jetzt könnte man den als Horn geben. Dann bekommt er halt jetzt ein schickes Horn. Da haben wir nichts Besseres. Da mache ich mal Akzeptieren. Jo, da mache ich hier erstmal eine Aufnahmepause und ich werde es auf jeden Fall ab und zu mal weiterspielen. Also wie oft, weiß ich nicht, aber ich werde es auf jeden Fall mal ab und zu immer mal zocken. Ja, weil ich finde, es ist ja ganz nett bisher. Ja, und dann, ja, goodbye, have fun, good fight, good night.